Ja, Niki, 4:2-Sieg gegen die DJK St. Matthias. Wie wichtig war dieser Erfolg für euch? Ja, der war sehr, sehr wichtig. Wenn man die Tabellensituation sieht, ich denke mal, wir hatten auch dann wieder eins von den schweren Abendspielen. Die hat man bis jetzt noch nicht so viel Erfolg gehabt. Ein tiefer Platz, auch eine gute Mannschaft, technisch vor allem sehr gut im Mittelfeld. Ja, deswegen, wenn man auch sieht, jetzt für die nächsten Aufgaben, die kommen, ist natürlich wichtig, dass wir da nach oben den Abstand nicht größer werden lassen. Und ich denke mal, jetzt auch für heute Abend als Tabellenführer in den nächsten Spieltag zu gehen, ja, sind wir sehr zufrieden. Max Lisa hat 3 Tore geschossen, vielleicht noch ein Satz zu ihm oder 2? Ja, Max war dann das letzte Glied in den Situationen, hat die Tore gut gemacht, hat vorher auch noch eine Chance vergeben. Ich denke mal, wir hatten heute generell von der Chancenverwertung, hätten wir ein paar Sachen können besser machen. Aber mit 3 Toren in einem Spiel ist er natürlich, hat er einen großen Anteil an dem Sieg. Jetzt geht es nächste Woche wieder mit dem Heimspiel weiter gegen Köhnen. Wie siehst du der Aufgabe entgegen? Ja, Köhnen ist ja verwunderlicherweise nicht so gut in die Saison gekommen. Aber ja, wir unterschätzen da keinen Gegner. Die Köhner haben trotzdem eine sehr gut aufgestellte Mannschaft. Jedes Spiel müssen wir gucken, dass wir für uns nochmal in die Spiele auch reinfinden. Ich denke mal schon, dass wir jetzt auch so unsere Formation so ein bisschen gefunden haben vom System her. Wir sind auch ganz gut aufgestellt und ja, ich glaube schon, so wie die Situation im Moment ist, sind wir Favorit und wollen das Spiel auch gewinnen.